Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück bei Mass Effect 3. Mann, das klingt nicht gut. Hallo. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen, versprich's mir, Steve. Nein, nicht. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor 7 Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und mein Mann. Ich habe getrauert, einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station, einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, rief er mich an. Herzliches Beileid. Er hat Sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte ich. Dann kam die Invasion, es blieb keine Zeit. Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach runtergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also... Ehrlich gesagt... Ich war noch nie so allein wie jetzt. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Das weiß ich zu schätzen, Shepard. Wirklich. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen, wissen Sie. Ich weiß. Das war's schon? Wow, wie tiefgründig. Bin begeistert. So, können wir denn... Nö. Nahkampfbetäuber. Ja. Warum nicht? Nee, die Knarre will ich noch nicht unbedingt. Spectre-Ausrüstung. Ah, das ist ja alles so teuer, das kann ich mir eh nicht leisten. Was haben wir denn sonst noch? Neue Knarren. Ich habe tatsächlich absolut keine Ahnung, weil ich nichts als Vergleich gerade habe. Aber ich gönne halt einfach mal. Ach toll, jetzt wird hier drüben wieder angefangen zu hämmern. Yay. Ah, das ist die Mod. Predator 4. Was anderes haben wir auch nicht. Was ist das? Ein Kampfgewehr, das Salven mit 3 Schüssen abfeuert. Achso, das, was so gut Schaden gemacht hat, ne? Das, was echt gut Schaden hatte. Ja, und der hat halt nur die Hälfte so viel. Was haben wir denn hier? Da haben wir nur das eine. Hier haben wir nur das eine. Hier haben wir auch nur das eine. Habe ich denn Mods? Warte mal. Ja, klar. Ist das denn die? Ja, das war die, wo so viel Schaden hatte. Nein, ich kann doch. Magazin-Upgrade. Und Waffenstabilität. Nimm mal. Magazin. Durchschlag. Allerdings mit verringertem Schaden. Nahkampfschaden. Nehmen wir Dette. Die haben wir schon. Haben wir hier noch irgendwas? Erhöhen die Kapazität. Ah, das ist dieses Thermodingens, was ich gekauft hatte, ne? Das musste ich noch modifizieren. Ich verstehe. Ähm.
Wie kann ich denn überhaupt irgendwie Waffen verwerten oder verkaufen? Weil der gute Nebersog sagte ja, je mehr Waffen und Ausrüstung ich einstecken habe, desto langsamer lädt sich mein Dingens auf. Meine Biotik. Oh, guck mal, die Normen, die Serie 1. Unser Originalchief. Sag mal, hier ist, auf der Seite ist noch Platz. Kriegt man doch ein drittes Ding? Aber die Frage ist, wie kriege ich denn Waffen los, damit sich der Scheiß ein bisschen schneller auflädt? So, ich habe jetzt mit dem gesprochen. Ja, und nu? Wir schauen mal bei unserem Gast nach. Vielleicht gibt es ja da auch was Neues. Vielleicht geht es ihm ja inzwischen besser. Das heißt, vorausgesetzt, ich finde... Da. Hallo. Ich brauche noch etwas Zeit, um die Stase zu verarbeiten. Okay. War nur eine Frage. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal... Wir fliegen mal zur Zitadelle und geben mal das Dingens ab. Und, ja. Sind die eigentlich immer noch hier am Bedrohen? Oder ist das jetzt... Nee, warte, es hieß ja, nach einer Mission wird das zurückgesetzt, ne? Das heißt, im Grunde müssen die jetzt eigentlich weg sein. So, einmal hier zur Zitadelle. Und dann schauen wir mal. Ob wir jemanden finden. So heißen wir Sie eben willkommen, Flight Lieutenant. Ja, Ma'am. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Erlaubnis erteilt. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? Nee. Nein, nicht nötig. In Ordnung. Oh ja, wir könnten auch mal nach unserem Kumpel gucken. Also irgendjemand finden... Der mit dieser Technologie was anfangen kann? Vermutlich ein Hana. Nein, wir werden uns hauptsächlich in verstärkten Stellungen aufhalten. Man kann uns die Einsicht in seinen Bereich gesichert haben. Erste Berichte deuten darauf hin, dass die Erde derselben feindlichen Macht zum Opfer gefallen ist. Da ist auch nichts. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel auf. Einen Moment, bitte. Na, viel Auswahl haben wir ja nicht, ne? So, gucken wir mal. Bei den Präsidiumsbotschaften. Lal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 a. Schreit bitte, wenn ihr ein Hana oder sowas seht. Guten Morgen. Moin. Oh. Hallo, Ma'am. Das Gespräch hatten wir doch schon, Jupiter. Theresa. Guten Tag. Entschuldigung, wenn ich kurz stören muss. Aber ich würde gerne mal überall reinschnickeln. Einfach um sicher zu gehen, dass ich den Guten nicht verpasse, dem ich das bringen muss. Oder wird das hier irgendwie angezeigt? Ratsherr, Commander, James. Spectre Terminal. Willkommen. Achso, ja, achso, das ist das von den Spectern, wo ich jetzt halt auch rein darf. Schießanlage. Nein, ich will nicht die Schießanlage. Ich will raus. Raus.
raus. Tut euch nix. Was ist das? Ratsherr der Erde. Oh, die haben aber ein großes Büro. Ist aber keiner da. Jo, mei. Oh, ist schon schicker Ausblick, ne? Mit so einem künstlichen Himmel übrigens auch. Geil. Okay, hier ist also auch nichts. Oh Junge, was bist du denn für ein Trampel? Ach, das ist der Aufzug. Okay, da geht's nicht weiter. Okay, also geh mal zur Krankenstation. Zur da. Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment, bitte. Können auch mal nach unserem Kumpel gucken. Vielleicht dürfen wir ja rein. Die Schwester hat mir erzählt, dass sie das Baden verweigern und nur mit einer anderen Asari sprechen wollen. Richtig? Kann ich eine Waffe haben? Nein, tut mir leid. Könnte ich dann vielleicht in ein anderes Krankenhaus verlegt werden? Eins ohne Sicherheitszone. Dort wäre eine Waffe doch kein Problem, oder? Und keine Menschen. Wo immer sie mich hinschicken, es sollte dort keine Menschen geben. Die Menschen sind unsere Verbündeten. Sie trauen ihnen nicht? Nein, darum geht es nicht. Wie sehen meine Augen aus? Welche Farbe haben sie gerade? Vielleicht sollten sie mir einfach erzählen, was passiert ist. Der Rat hat die Person als Ruin bezeichnet. So nannte auch der in Ungnade gefallene Commander Shepard. Hallo. Hallo, Commander. Wollen Sie einen Besuch machen? Wie geht es, Kaidan? Schweres Kopftrauma, aber wir konnten die Schwellung reduzieren. Bei solchen Verletzungen weiß man nie. Er ist noch ohne Bewusstsein, aber seine Vitaldaten sind gut. Ich bin optimistisch. Sie können zu ihm, wenn Sie möchten. Am Ende des Ganges. Okay, das ist, glaube ich, immer noch das Machen Zeichen. Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander. Das Allianzmilitär hat den Hades Gamma Cluster in allen Fällen. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Komm schon, hier muss doch irgendjemand Interesse an diesem Zeug haben, wo ich hier einstecken habe. Was ist los mit euch? Ich darf da nicht rein, Gemeinheit. Leute, ich habe da so was Medizinisches für die Hana. Hat jemand Interesse? Oh. Oh. Oh, ich finde... Ich finde das interessant, dass diese Frau einen unten geschlossenen Rock hat, oder? Oder keine Beine, sondern nur Füße. Eins von denen zwei. Irgendjemand auf der Zitadelle hat bestimmt Interesse daran. Ja, ich sehe, wie jemand auf der Zitadelle Interesse daran hat. Nämlich gar keine. Danke für das vollkommen hier umsonst auftauchen. Ach, egal. Was auch immer. Warte mal. Zitadelle, Medigel-Formel für Aliens. Wurde auf Sanctum hergestellt. Finden Sie jemand auf der Zitadelle, der Verwendung dafür hat? Kaidan, Dr. Mitchell. Vielleicht die Doktorin, aber mit der haben wir gerade schon gesprochen. Hallo, Commander. Wollen Sie einen Besuch machen? Eigentlich wollte ich zu Ihnen. Oh, wirklich? Wie kann ich helfen? Wie steht's mit Ihren medizinischen Funktionen? Im Moment noch gut. Aber ich mache mir... Unsere Reserven werden zwar bewacht, aber die Kriegsgewinnler sind schon... Bei einer so großen... Wir haben... Okay, da kann ich auch nichts machen. Das ist auch alles dasselbe. Okay, ist auch alles dasselbe. Vielleicht bei denen? Das ist eine kleine Kolonie der... Nö. Wir sollten bei der Evakuierung helfen. Was ist das? Vorräte. Willkommen bei Sirta. Ach so. Danke, dass Sie bei uns eingekauft haben. Die tun
Bitte, gern geschehen. Ich lasse gern mein nicht vorhandenes Geld bei euch. Brachten Kolonisten zu Shuttles, neutralisierten Husks. Das klingt, als hätten sie gute Arbeit geleistet. Könnte ich eine Waffe haben? Ich würde mich gleich viel besser fühlen. Erzählen Sie weiter. Was ist auf Tiptree passiert? Na? Ich glaube, das hat die Frau ganz schön mitgenommen, habe ich so das Gefühl. Das Allianz-Militär hat den Hades-Gamma-Cluster den einfallenden Reaper-Streitkräften überlassen. Aktuellen Informationen zufolge. Willkommen, Commander Shepard. Wählen einen Moment, bitte. Das ist doch voll doof. Warum habe ich eine Quest gekriegt, die ich nicht abgeben kann? Oh, hi. Na, was machst du denn hier? Hey, Commander. Liara sagt, der Rat sei nicht daran interessiert, uns zu helfen. Sowas in der Art. Warum sollten sie auch? Sehen Sie sich um. Hier gibt es keinen Krieg. Die Leute flüstern darüber, reden darüber, aber sie glauben es nicht wirklich. Ich nehme an, Sie sind zum ersten Mal hier, bei der Elite der Galaxie. Ich war schon auf der Citadel, aber noch nie hier oben auf dem Präsidium. Es ist nicht richtig. Hübsch, ruhig und friedlich, aber nicht richtig. Es ist alles nur eine Illusion. Es war friedlich. Früher. Wirklich? Und wenn's eng wird, ziehen sie sich zurück wie die Schildkröten und hoffen, dass es sie nicht trifft. Das ist ihnen lieber, als sich der Wahrheit zu stellen. Ja. Ich kann es ja selbst kaum glauben, als wäre das auf der Erde alles nur ein Albtraum. Ja, und genau das ist das Schlimmste. Dieser Ort will, dass wir vergessen. Wollen Sie immer noch zurück zur Erde? Ja, verdammt, aber... Aber? Sie hatten recht. Genau wie Anderson. Allein schaffen wir es nicht. Außerdem ist es schon schwer genug, diese Pendejo-Politiker zu überreden, damit sie uns helfen. Und ich zieh's durch, was es auch kostet. Genau. Freut mich zu hören. Ich gehe runter in die unteren Ebenen. Da findet noch echtes Leben statt. Wenn Sie mal frei haben, können Sie mich ja besuchen. Vielleicht mache ich das. Gerne. Gehen wir doch gleich mal gucken. Vielleicht können wir was machen. Können wir jetzt in ein anderes Gebiet? Oder immer noch dasselbe? Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel auf. Schwache Leistung, Citadel. Teil eines groß angelegten und organisierten Invasionsplans sind. Ich glaube, vielleicht kommt das auch erst später dazu. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht kann ich ja auch mit dem reden. Vielleicht hat der ja was dafür Verwendung. Mir steht der Ärger bis zum Hals, aber wenn Sie was brauchen, helfe ich so gut ich kann. Ich dachte, es sei hier ziemlich ruhig. Verglichen mit dem, wo Sie herkommen, schon. Aber der Krieg ist überall zu spüren. Millionen haben ihr Zuhause verloren. Und die meisten kommen hierher. Da haben Sie sicher viel zu tun. Die meisten meiner Männer arbeiten bereits beim Zoll. Aber es kommen zu viele, um sie alle durchzuschleusen. Es wird sicher noch schlimmer, bevor es besser wird. Falls es jemals besser wird. Ich glaube, das kenne ich auch schon. Ich glaube, mit dem habe ich auch schon das ganze Zeug besprochen. Aber das ist ja doof. Jetzt renne ich hier die halbe Folge einfach nur hier auf der Zitadelle rum, um einfach nichts zu finden. Das ist irgendwie frustrierend. Ich finde das schade, das tut mir echt leid. Ich hatte gehofft, wir könnten das hier vielleicht abgeben und würden da vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos kriegen oder so. Aber das war ja eben mal komplett für ein Boppes. Aber gut, wir haben ja unseren Kumpel getroffen. Wir haben ja unseren Kumpel getroffen, mit dem wir hier gequasselt haben. Zumindest etwas. Und, naja, besser als nichts, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich mache mich wieder zurück. Es war ja offensichtlich nicht gerade von Erfolg gekrönt, unser Ausflug auf die Zitadell. Vielleicht hat der gute Nemazuk ja eine Ahnung, wo ich das abgeben muss. Und dann werden wir das bei Zeiten erledigen. Ansonsten, ja, mal schauen. Gut, also mit der Zitadell, das war ein Reinfall. Wir gehen zurück.
Und dann ist leider diese Aufnahme für diese Woche auch schon wieder durchgekaut. Oder ist vielleicht doch hier irgendwas? Nö. Gut. Okay. Dann gehen wir einfach zurück. Genießen unser schönes Leben. Und ich sage mal, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Also, tschüss.